Gerade fällt mir ein, ich habe meinen Bauhelm vergessen. Naja, egal. Dann ziehe ich halt meinen anderen auf. Ganz einfach. So Leute, Hallihallöchen zurück im Garten. Hier habe ich ja Anfang der Woche schon angefangen gehabt, noch ein bisschen runterzuschleifen. Und jetzt geht es mir erstmal um den Balken hier, um die Spitze, weil die relativ morsch ist. Die möchte ich jetzt mit dem Harz ein bisschen ausgießen, beziehungsweise injizieren. Das mache ich jetzt zuallererst. Außenrum werde ich noch ein bisschen Panzertape kleben, damit das Harz nicht rausdrückt. Ja, weil wir, also meine Einer und Alina, sind jetzt erst einmal für kurze Zeit, da winke winke oder so, für kurze Zeit erst einmal bloß heraus, weil wenn heute alles klappt, kommt dann mein Paket. Naja, Alina kriegt jetzt diese wunderbare Aufgabe, damit es dann mit den Hochbeeten weitergeht, hier zur Wand hin abgraben. Ich krieg die Wasserwaage erklärt und ja, dann kann sie loslegen. Schauen wir mal, ob es was wird. Ich habe Löcher gebohrt unten oben. Die unteren habe ich jetzt so ziemlich ausgeharzt. Zumindest ein bisschen auf der Seite auch. Und naja, jetzt schauen wir mal. Jetzt lassen wir mal ein bisschen trocknen und Handy gibt Ruhe. Später geht es dann weiter. So, wir waren zu Hause, Leute. Mein Packel ist angekommen. Und kaum sind wir hier heraus, tut Manu schon wieder einen Grill anfeuern. Das lässt sie sich nicht mehr nehmen. Nein. Sehr geil. Ich habe Hunger. Du hast schon wieder Hunger? Ja. Aber ich habe noch was mitgebracht, weil Alina mit der Abgraberei, das ist nicht wirklich so richtig was vorwärts gegangen. Klar, mit der dicken Grasnarbe, der Boden verdammt hart, kann ich verstehen. Die hat lieber Päuschen gemacht gehabt heute früh. Aber ich habe jetzt was mitgebracht. Werdet ihr aus meinem alten Garten noch kennen. Hat sie mir auch schon mal ein Video gegeben. Und ich habe es gerade schon ausprobiert. Es funktioniert gerade so mit dem Stromwandler. Aber ich kann jetzt der Alina den Boden etwas vorbereiten. Und dazu nimmt Manu kurz die Cam in die Hand und filmt es. Ja, meine gerettete Gartenfräse. Juhu! Aber das Problem ist halt, dass es auf Batterie geht und das Ding zieht mal richtig Strom. Sprich, ich mache hier gerade das kleine Stückel jetzt und dann müssen wir wirklich warten, bis nächste Woche mein Stromaggregat kommt und dann können wir den ganzen Flatsch nach hinten weitermachen. Genau. Welche wollen wir denn zuerst essen? Unsere schönen eingelegten Steaks. Wo waren mehr drin? Hier. Die, dann machen wir die zuallererst. Gut. Ja. Dann tue ich die nämlich jetzt wieder in die Kühlbox. Genau. Ja, und dann machen wir die zuerst. Okay. Wir sollten aber jetzt trotzdem den Tisch, wenn da schon die Teller stehen, alles ein bisschen hier wegtun, weil es ja von darf, wenn ich schleife, rüberstaubt. Ja. Ein bisschen in den Schatten. Ja. Gut. Und Manu wird dann, ich hoffe, der Ton geht, ich werde jetzt gleich in der nächsten Szene werde ich mal hier eine andere Einstellung vornehmen und dann sehen wir, ob der Ton besser ist. So Leute, das ist die kleine Übersicht für unsere Steaks, wo wir für morgen uns vorbereiten. Wir haben hier einmal drei Beutel, es gibt drei verschiedene Sorten, die tue ich noch über Nacht einvakuumieren. Dann habe ich eine Knoblauchcreme, Zwiebelcreme, Paprikacreme. Habe ich ja damals den Test gemacht, das hat geil geschmeckt.
Dann Kefir, Bohnenkraut und italienische Kräuter. Und täuscht es euch nicht, das ist nachgefüllt worden mittlerweile. Und jetzt schneide ich erst einmal die Steaks zurecht. Oh Spatzel, ich glaube, die hätte es besser durchgeschnitten. Du bist doch so ein Schnibbelmeister. Wieso, du kannst doch auch gut. Aber allein deine Brotscheiben sind immer so schön gleichmäßig, wenn du ein Brot schneidest. Nicht so dick. Ach, so dick ist das nicht. Ist ja fast Aufschnitt, ist ja das. Tja Leute, und ich bin gerade am Experimentieren mit der Kamera. Bewegst den Ton. Ja. Anderen Akku nein, vielleicht liegt es am Akku blöderweise. Man weiß es nie. Oder an der Einstellung. Naja. Ich bin ja dann gespannt, wenn ich das Video bearbeite. So, jetzt haben wir. Das kann weg. 2, 4, 6. Machen wir es auseinander. Machen wir es so. Gut. Wie möchtest du jetzt gewürzt haben? Ja, Kefir mit italienischen Kräuter und das Bohnenkraut. Die eine Mischung auf jeden Fall. Soll ich da noch ein bisschen Zwiebelcreme mit reingreben oder ein bisschen Knoblauch? Ja. Gut. Kannst du machen. Dann fangen wir hier erst einmal mit der ersten Mischung an. Ich glaube, das mache ich in der Schüssel. Das mache ich in der Schüssel. So, dann tun wir ein bisschen was von der Paprika, Knoblauchcreme rein. Ein bisschen was von der Zwiebeligen. Na, geh wieder zu. Dann mache ich hier erstmal einen Verschwörer. Schön Bohnenkraut. Kennt ihr die Dosen noch? Aus ganz frühen Videos. Haben wir mal rausgekramt, die Dosen sauber gemacht und werden jetzt wieder weiterverwendet. Und italienische Kräuter. So. Rühren wir unsere Marinade an. Noch ein klein bisschen Salz dazu. Na. Zwei oder drei, mein Engelchen. Was denn? Hier rein. Drei Stück, oder? Ja. Ganz kurze Pause. Hm? Ah, da leuchtet es rot. Spatze hat gerade Armfäulnis gehabt. Vom Kamera halten. Ja, das ist das Problem, wenn man Stativ nicht da hat. So, und da tauchen wir die jetzt einmal schön ein. Kommt die ganze Geschichte in den Beutel rein.
und ich mache dabei die Schüssel weiter und du Schüssel sauber und du darfst die kurz ausruhen vom Kamera halten. So Leute, das hat gerade so gut gerochen, dass ich beschlossen habe, die anderen zwei Steaks auch noch mit hier reinzuhauen in diese Marinade. Und jetzt machen wir die für die letzten drei. Welches war offen? War das hier. Dann hat jetzt eine von den Flaschen Kefir vollständig ausgereicht. Aber wer weiß, vielleicht brauchen wir es ja demnächst nochmal. Hier tue ich jetzt die Paprikacreme mild rein. Von der kommt jetzt der größere Teil rein. Das sollen ja mehr Paprikasteaks werden. Aber nichtsdestotrotz ein Spruz von der Zwiebelcreme. Und ein etwas kleinerer Spruz von der Knoblauchcreme. So. Und auch hier Bohnenkraut. Und italienische Gewürze. Etwas Salz. Und fertig ist die nächste Marinade, sofern sie denn gleich aufgerührt ist. Doch, riecht gut. Ja, das ist sozusagen die Steigerung von meinen Videos, wo ich das Zeug ausgetestet habe. Dann kommen hier die Steaks rein. Kommen dann auch in den Beutel rein. Und wird auch einvakuumiert. So Leute, zweite Paket auch eingeschweißt. Und das Ganze tue ich jetzt über Nacht sicherheitshalber in diese Schale rein. Da können wir auch morgen noch einen Deckel drauf tun und dann so mitnehmen. Aber sicher ist sicher, damit ja nichts auslaufen kann. Kann ja immer mal sein, dass irgendwas mit so einem Beutelchen passiert. Ja, so schickt man die jetzt schlafen und dann lasst euch überraschen, was es morgen alles dazu gibt. Ja, und ich sehe wahrscheinlich schon recht fertig aus jetzt. Ja. Und die Kids hinter der Kamera. Egal. Gute Nacht. Boah, Dreckfressen ist so unangenehm. Hast du eigentlich einmal auf den Grill wieder geleuchtet? Das wollte ich nämlich jetzt auch gleich machen. Ja. Den Lauch einfach liegen lassen, bis er richtig schön schwarz wird. Und dann tut man bloß die äußerste Schale runter und dann ist er gut zum Essen. Unsere Steaks sehen schon sehr gut aus. Das tue ich jetzt weiter schön verarbeiten hier, schön grillen. Und dann, ja, gucken wir mal, wie es schmeckt. So Freunde, ich sehe zwar jetzt aus wie Sau vom Schleifen, aber hier unten das Probiererle. Und von dem Lauch schneiden wir jetzt erst einmal die äußerste Hülle runter. Tun den schälen. Und der Rest ist nämlich dann richtig schön genießbar. So. Da drauf. Genau. So. Und schwuppdiwupp hat man eine richtig geile heiße Beilage. Heiße, lauchige Beilage. Ey, das ist mein Essen, hau ab hier. So. Und wie schmecken jetzt die eingelegten, selber eingelegten Steaks?
richtig, richtig lecker. Kann man echt nichts sagen. Geil. Ich bzw. wir essen jetzt und dann geht's weiter. Genau. Mit dem Schaffen. Spatzel, jetzt machst du das ja jetzt. Ja. Warum das? Weil die Alina es nicht so hinbekommt. Ja. Wie wir wollen. Da dürfen sie einmal im Dreck schaufeln, wie sie wollen. Können sich dreckig machen. Und dann machen sie schlapp. Ah ja. Aber ich bin hier oben noch am Schleifen, immer noch. Spatzel gräbt da drüben ab. Hölle. Ja Leute, ich frage mich ja immer wieder, ob wir das hier schaffen. Beziehungsweise am Wochenende jetzt einiges schaffen, aber in dem Falle kann ich bloß sagen, ja, wir schaffen das. Weil allein wenn man jetzt die Mädels anschaut, wie weit die hier jetzt schon gekommen sind, richtig, richtig geil. Bei mir sieht es auch mittlerweile schon ganz, ganz gut aus. Also sprich, hier noch das kleine Stück runter und dann bloß noch unten entlang. Und dann habe ich meine Schleifaufgabe für heute erfüllt. Morgen mit der Hand noch die Ritzen ein bisschen nacharbeiten. Das geht relativ schnell, sage ich ja mal. Und dann können wir die Wand streicheln. Genau. Oder was meint ihr dazu? Ja. Morgen Wand streicheln? Ja. Ja. Ja, ja. Eindeutig, ja. Geil. Freut mich. Aber ich muss jetzt wieder aufhören mit der Cam, weil sonst kriege ich die Wand heute nicht fertig. Und sonst müsste ich morgen mit der Hand schleifen. Wix, Sonntag. Den Mist kriege ich heute noch runter. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Ja. So, ich muss weitermachen. Und es ist mir wurscht, wie ich jetzt aussehe. Ich hab's geschafft. Die Wand komplett fertig geschliffen. Bis auf die Zwischenräume, die mache ich dann morgen schnell mit der Hand. Und dann wird das Zeug eingepinselt. Also ich kann es euch ja jetzt hier draußen noch zeigen. Aber ich glaube, da seht ihr ja nicht mehr so arg viel. Ne, irgendwie nicht. So ist es halt. Mich sieht man ja schon gleich gar nicht. Oh, da leuchtet jemand von hinten. Geh mal hier auf die Seite. Also, die Wand ist komplett durchgeschliffen. Wie gesagt, die Mädels haben hier nach vorne den Weg an der Seite auch richtig saubere Arbeit geleistet. Hut ab, Respekt. Aber wir verdrücken uns jetzt. Wir machen jetzt für heute hier Feierabend. Wie spät haben wir es eigentlich? 20:33 Uhr. Oh, 8:30 Uhr. Der Livestream sollte eigentlich schon längst laufen. Ja, Schatzi. Naja, wenn wir daheim sind. Okay, sagt ihr noch Tschüss? Tschüss. Also, ja, ihr habt es gehört, gesehen wahrscheinlich nicht. Nee. Tschaikowski, bis morgen.